Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Ja, das war's mal wieder. Ich habe gesagt, ein bisschen weniger Jamaika. Nein, du hast gesagt, ich bin ein Mann, der auf die Let's Player Gesetze, da wichse ich drauf, hast du gesagt. Was? Da wichse ich drauf. Alter, Let's Player Gesetze, die können mich mal. Let's Player Gesetze, das offizielle Regelbuch der Let's Player. Ja, weil hier illegal schon wieder Kindergarten 2 hochgeladen. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da gibt's schon wieder Leute. Am frühen Morgen, da wo YouTuber eigentlich schlafen müssen. Ja. Darf man überhaupt vor 12 Videos hochladen? Ich weiß es nicht. Nein. Ist alles verboten. Man darf nicht mehr früh aufstehen und Videos machen. Nee, ist es machen. Auch. Also finde ich nicht richtig. Ich finde, du hättest halt mal anderen YouTubern, so, die das halt auch... Was ist hier los im Leuchtturm? Ja, die davon auch leben. Weißt du, für dich ist es ja nur ein Luxussport. Ja, was? Aber andere, die kämpfen um Leben und Tod. Ja, ja? Ich lebe noch von den ganzen, was ich habe damals 26 Rolex geerbt, da kann ich eine im Jahr, ja. 26 Jahre kann ich davon leben, das ist so, ja. Und danach muss ich gucken, was ich mache. Der Rest ist natürlich, hiervon kaufe ich mir eigentlich nur Süßigkeiten. Ja, das ist für dich, sag dir aber, ja? Das ist für mich Zuckergeld. 1200 Euro im Monat. Ich sag immer Chips. Dann, Kreis, was ist denn für dich Zuckergeld? Doritos sind teuer, ey. Die neuen mit Sour Cream, die kann sich nicht jeder leisten. Ja, und er ballert sie sich durch die Nase. Taco Burrito. So, Taco Burrito. Das gibt Foren, da wird diskutiert, dass du illegale Straßen-Displays machst. Ja, also Kinder, wie wir schon gelernt haben in den letzten Jahren, wenn er sagt, Kreis sagt, dann meint er eigentlich, ich habe gesagt. Aber es hat... Ich würde nie auf die Let's Player-Gesetze scheißen. Ja. Ich bin ehrenvoll. Ich habe much honor in meinen Let's Plays. Much Let's Play honor. Kein neulich war da noch so ein Asiate. Das ist kein illegales Straßen-Let's Play, könnt ihr ruhig gucken. Lasst euch da nichts von bärtigen Menschen einreden. Wie hoch soll denn das Ding werden, Meister? Das ist jetzt schon echt hoch. Das ist schon hoch, ne? Ich glaube, es reicht auch, oder? Ja, ich würde sagen, noch ein kleines bisschen. Oh, das ist schon echt hoch. Ist echt hoch? Ja, einer geht noch, oder? Was geht halt noch? So, das sieht halt, sieht's cool aus so mit dem Licht? Hat das was, oder? Ich muss irgendwie aus der Ferne gucken. Aber das sieht hinterher bestimmt gut aus, wenn man jetzt dann aus dem Slum-Distrikt guckt. Ja, ja. Weißt du, so, und dann... Boah, guck mal, dieser leuchtende Turm. Ist ja ein ja. Style, oder? Und dann so zum Turm aufschaut. Das Problem ist aber jetzt... Ja? Noch viel geiler wäre es eigentlich, jetzt um mal richtig Tacheles zu reden. Ne? Man sieht's jetzt nur von einer Seite. Du meinst, wenn da irgendwie... Ja, überhaupt. Man müsste am besten einfach an den vier Ecken Holzpfosten hinbauen, dann die Wände abreißen und dann an die Decke eine Lampe hängen. Meinst du, das wäre noch cooler? Ich glaube, das wäre noch cooler, weil dann siehst du es von allen Seiten. Dann ist es so ein strahlender Turm. Ja, weil so und wir jetzt... verspotten damit die Götter oder was? Ja, zum Beispiel. Wir spucken den Let's-Play-Göttern ins Gesicht. Wer Geld hat, der kann einfach auch auf die Götter spucken. Wer Geld hat, der kann auch spucken. Guck mal, ich mach jetzt hier mal Pfosten. Da muss aber erst die Lampe entfernen, ne, mit X. Weil sonst ist die weg. Ah, wir haben es doch eigentlich dicke, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Wir sind arm. Gerade hat er doch gesagt, ich hab's dicke. Und jetzt habe ich auch Captain keine Rolex Lampe mehr. Hat es vielleicht dicke. Captain Rolex. Hallo Kinder, ich bin Captain Rolex. Wollt ihr wissen, wie viel Uhr es ist? Ich habe nicht nur viel Geld, sondern auch immer die korrekte Uhrzeit. Oh, Captain Rolex, gut, dass du da bist. Der Zug hat wieder Verspätung, kannst du uns sagen, wie viel? Ja, 7 Minuten bisher. Danke, Captain Rolex. Eigentlich musst du nur zwei Dinger machen. Und zwar eins, die hinteren eigentlich. Eigentlich musst du gar nicht so viele Balken machen. Das sieht aber dann blöd aus. Sind das echt vierer Balken? Klar, vierer Balken. Wir wollen einen schönen Turm. Ey, weißt du, wie teuer das ist? Wir wollen einen Turm, da kommen noch Leitern drumherum, oder nicht? Ja, überall, oder was? Ja, sicher. Von allen Seiten begehbar, oder was soll denn das hier werden? Ja, oder nicht? Keine Ahnung. Du willst Göttern ins Gesicht spucken. Das ich ist dein spucke Ding. Nicht auf Götter. Ich bin nicht der Götterspucker. Klar bist du der Götterspucker. Der Götterspucker. Sergio. Gegen den Götterspucker. Captain Rolex gegen den Götterspucker. Gegen Sergio.
Ja gut, jetzt habe ich hier oben halt so einen Leuchteturm, ne? Ja, aber das ist ein Haufen Nägel, die du da brauchst. Vergiss nicht, erst immer die Lampe entfernen. Ja, da muss ich erstmal da reinkommen irgendwie. Also von außen hier so zack. Wetterspucker, dann machst du hier hin und dann hängt sie da. Guck mal, ja, guck mal, man könnte hier jetzt dann auch Leitern hinstellen noch. Also man könnte auch Viererleiter extrem machen. Ja, aber das kostet halt schon Leiter, ne? Ja, das ist doch... Junge, wir leben doch hier im Saus und im Braus, El Decadento. Alter. El Decanto. El Decanto. Also so willst du es bauen, dass du von allen Seiten das Ding beklettern kannst, ja, oder was? Ja, ist doch mega nice. Dann spuckst du da irgendwie auf deine... Weil dann können alle Leute sehen, dass die Erhabenen oben in ihren goldenen Apartments... Du meinst also so, wie über uns auf YouTube gesprochen wird, die Götter. Die Halbgötter, ja. Die Halbgötter in Schwarz sitzen in ihren Bonzenvillen, laben sich an den Klicks der anderen, der Vergessenen. Mit meiner 5 Jahre alten, damals 80-Euro-Maus, Alter. Das muss man sich erstmal leisten können. Mit meinem 9 Jahre alten Bayern Dynamic Headset. Ja, Alter. Mehr habe ich mir nicht leisten können. Nach 9 Jahren Let's Play habe ich nie mehr Geld verdient. Weißt du, wie teuer das ist? Ja, aber ich habe es geschenkt bekommen damals von der Bayern. Von der Bayern? Aus Mitleid. Nee, die haben mir das wirklich, nee, die haben mir das damals echt geschenkt. Warte, ich habe damals die Balken, ne? Für die eine Review gemacht und dann hieß es, es wäre nur ein Leihgerät. Da habe ich so gesagt, ey... Hey, wieso kann ich keine Balken machen? Weißt du schon, welche sind? Ja, jetzt erst. Hey. Ach. Keine Nägel mehr. Nee, weil ich Leitern drin habe. Also ein gefährlicher Bau ist das hier, Leute. Man muss die Leitern auch immer korrekt machen, ne? Ja, ja. Habe ich ja schon. So, hier brauchen wir noch mehr Leitern. Also, guck mal, weißt du, andere bauen einen Turm. Ja, sie bauen einen Turm und sind mit ihrem Turm im Endeffekt dann zufrieden. Sagen, ah, oh, das ist unser kleiner Turm, da kommen wir jetzt hoch, erleben Abenteuer. Nicht. Und bei uns ist es wieder so ein Götterspuckerturm, weißt du? Bei uns, ja, er muss halt dekadent sein. Und er leuchtet dann jetzt, so hat man von allen Seiten Einblick. Ja, dass also, da reiche Menschen sind, oder was? Egal, in welchem Distrikt man lebt, ja, man kann immer zu uns aufschauen. Ja, das ist doch eine Motivation. Das ist eine Motivation für die Leute, die halt nicht so viel haben und dann im Lama-Bordell arbeiten müssen. Denkst also die versklavten Lamen? Nennt man das so? Lamen? Nein, die Alten und Lamen, die haben wir nicht. Hier fehlt doch irgendwie was an der Etage, oder? Ja, Treppen, du bist ja Treppenmann. Ich hab keine Nägel mehr, ich muss erstmal Nägel abholen. Du hast überall Treppos hin. Ach, hier ist noch eine Etage zwischen. Ja, das meinte ich, jetzt habe ich natürlich die Lampe zerschlagen. Ja. Moment, ich hab Lampen. Ey! Ey! Du hast mich in den Turm reingedrückt! Ja, dann geh doch raus! Ich bin gefangen! Ich komm nicht mehr raus! Hä? Da kommt man doch wieder raus. Oh ne, da kommt man nicht mehr raus. Ja, wie bist du da wohl reingekommen? Wie bist du da reingekommen? Ja, nicht rein. Ich bin doch draußen. Du hast mich da reingepresst! Er muss jetzt eine Leiter halt zerstören. Ja, das ist, wenn man zu dekadent ist, weißt du, die Gier nach Götterspuck. Die Gier sperrt dich aus. Die Gier das nach war Götterspuck. Die Gier, die dich ausgesperrt hat. Nach Götterspuck. Good times, er hat ein Lag gerade. Oh, es geht schon wieder los. Die Frames. Nee, die Frames sind stabil. Ansatzweise. Oh, wo habe ich jetzt die Leiter hingestellt? Irgendwo steht jetzt eine Leiter. Echt jetzt? Keine Ahnung, er hat den Move gemacht und es ja, kam hier auch ist eine Leiter drin. Ja, es kam auch das Baugeräusch. Sind schon Pfosten dran? Nee, die mache ich jetzt gerade. Achso, warte, ich mache auch hier zwei, weil ich gerade hier bin. Moment, erst die Lampe entfernen. Entfernen mal die Lamp. Weil auch wenn du denkst, wir haben es nicht. Ja, kann man sehen, wie man will. Im echten Leben habe ich es nicht und in Raft habe ich es nicht. El Dekadente. Ja, ich bin weit weg von Dekadent. El Decker. Ich hab ein sehr bescheidenes Leben. Aber warum eigentlich Deka und Dent? Ist Dent nicht irgendwas mit Zähnen und Deka steht irgendwie für 10 oder so? Dekathlon? Naja, weil dekadenweise gute Zähne in der Familie vorkamen. Ach so, weil er 10 gute Zähne hatte. Jeder, der 10 gute Zähne hatte, war reich. Ja, muss. Schau mal, der hat Zähne.
Der ist über 12 und hat noch gute Zähne im Mund. Mehr als 10, diese dekadente Sau. Ja, ja. Ja, so ist es entstanden. Ich hoffe, du hast Getränke. Nee, aber Melonen. Ich rede nicht von deinen Man-Boobs. Ich meine, was zu trinken? Oh nein, meine Nägel sind alle. Ja, meine sind auch nicht mehr so gilly. Was macht man Nägel? Aus Schrott? Aus Schrott, ja. Schrott haben wir noch. Ich hab ein Pilzrisotto. Ich esse nur mal eben 12 Kilo Melone und ein bisschen alten Fisch. Ey. Reinkommen ist auch nicht immer so easy. Mr. Sweezy. Mr. Easy Sweezy. So, hier war irgendwo Schrott. Boah, hier oben hört man nicht mal das Radio so richtig. Dann geht der depressive Musik los. Oh, guck mal, wie man hier schön auf die Insel gucken kann. Oh, ist das geil hier im Dekadento-Turm. Im Dekadento-Turm? Da hinten sehe ich den Vogel, den Göttervogel. Ich spucke auf dich, Göttervogel. Hier hat doch irgendeiner die Ordnung an dem Schild durcheinander gebracht. Nein. Doch, doch. Jetzt nein. Hier. Nein. Das Schild ist immer noch genau so. Oh, wie jemand alles schön sehen kann. Der Dreckfluss. Weißt du, wo wir unser ganzen Kram halt sammeln. Das ist schön. Sehr schön. So, da haben wir Nagel. Das, was ich irgendwie merkwürdig finde, als wir das Spiel angefangen haben, ja? Ja. Da haben wir so gut wie nie eine Insel gefunden. Da mussten wir wirklich gezielt drauf zusteuern. Ja, ja. Wenn du aber dann Kram ohne Ende hast, ja, dann kommen bist du mit Inseln zugewichst. Aber richtig. Das ist heute sein Lieblingswort wieder. Ja. Kleiner Wixi. Heute habe ich einen Wix. Heute habe ich so einen kleinen Wix-Drang. So einen kleinen Wix-Tag habe ich heute. Alter, das ist ein Prachtturm, Junge. Das ist ein Prachtturm. Kann jeder sagen, was er will, aber so ein Turm hat er nicht. An der Seite. Ja, ich komme. Ich hab Nägel und Holz geholt. So, zack. Zack, zack. Darf nur nie reinglitschen irgendwie dazwischen, ne? Ja, da müssen wir immer Leitern getrennt, nie die Leitern kreuzen. Immer getrennt die Leitern nutzen. So. So. Noch einen drauf, oder was? Ja. Wenn, dann will ich, wie gesagt, Abend drücken mit den Göttern. Ich habe keine Nägel mehr. Wenn ich hier runterspringe, bin ich dann tot? Vielleicht. Nö. Bisschen Knöchel gezwackelt. Ja, aber er ist auch nicht gut auf Dauer. Mein Opa hat Knöchelkrebs durch sowas bekommen, ne? Ja, durchs ständige Zwackeln. Ah, hier fehlt noch eine Latte. Durchs Zwaken. So, oh, das ist ein geiler Turm. Wir haben noch 4 Lampen, deswegen würde ich sagen, noch 4 Etagen, dann ist durch. Dann ist er 20 Etagen hoch. Alter, okay. Da muss ich aber mehr Nägel holen. Dann haben wir den Turm. Da ist wieder dieser mexikanische Radiomoderator. Ui, muy bien. Ui, ja, solo para ello. Amachendo. Das ist eher asiatisch. Das war schon echt ein bisschen asiatisch. Ah, so. Lamachendo. Lamachendo. Oh, Larry, Larry. Du machen Larry mit dem Mund. Larry mit dem Mund, Lama. Larry, Lama. Glaubst du, wir sind irgendwann so hoch, dass man das Raft unten nicht mehr kennt? Weiß ich nicht, aber wir brauchen ja noch ein bisschen Platz, um da eine schöne Plattform draufzustellen. Ja, das kommt ja dann auf die letzte Etage. Ja, ja, aber nicht halt, dass es hinterher... Das ist. Oh, 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 nicht die gleiche Leiter! Was machst du? Was? Ich bin. Bist jetzt drin oder was? Nein, er hat mich runtergeschubst. Da darf immer nur einer auf eine Leiter. Immer nur einer pro Leiter. Wir sollten uns die Mod holen, dass der Haken zum Kletterhaken wird. Ha. Dann wäre nämlich hier so Assassin's Creed-mäßig an die Sache rangehen. So, oh. Noch 2 Etagen. Mir fehlt ein Balken. Ich kann das Raft gar nicht mehr sehen. Ja, ich auch.
Chef hat ja gesagt, dass wir kommen. Dass wir das Raft nicht mehr sehen können. Weil wir es immer übertreiben mit allem, was wir machen. So. Oh, hier oben ruckelt's. Guck mal, wir berühren die Wolken bald. Ja gut, dann machen wir hier. Moment, dann machen wir hier. Hier würde ich jetzt sagen, bauen wir die Plattform. Ja, aber warte, wir brauchen... Weil die sieht dann eh keiner mehr in unserem Himmelstunnel. Habe ich es gebaut? Ja. Gut. Dann müssen wir... Moment. Dann müssen wir hier unten ran... Ding machen. Dächer umgekehrt. Jetzt erstmal nur einen normalen Boden, oder nicht? Nein, nein, warte. Hier, so hier Dächer hin. Ja, und dann? Dann kannst du nämlich... Ja, aber wozu ist jetzt die Bodenplattform? Ja, warte. Das ist der Stützbalken sozusagen. Den mache ich jetzt gleich wieder weg, nur damit ich das so positionieren kann, sonst backt das so komisch. Es könnte mal... Oder wenn wir den Boden da lassen, könnte man halt... Du kannst jetzt erstmal hier den Boden machen. Da machst du dann am Rand. Guck, du machst einfach hier den normalen Boden. Ja, aber wie kommt man hier hoch? Ach so, ja. Vielleicht machen wir den letzten ohne Leitern und da eine Leiter in der Mitte quasi. Weißt du, was ich meine? Dass man über die Mittelluke dann aufsteigt oder so. Weißt du, was ich meine? Hier kann man jetzt bis hier hinbauen. Siehst du, jetzt hätten wir halt, wenn man da überall die Dinger machen würde, hätte man halt noch ein bisschen mehr Platz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ein Dach hätte. Könnte man die nicht auch irgendwie komplett drehen? Warte mal. Nee. Na gut, dann machen wir... Wie machen wir das? Weil das wird ja unsere Aussichtsplattform hier dann, ne? Ja, ja. Und wir machen den Aufstieg, machen wir von allen Seiten. Also, nee, dass wir müssen dann irgendwas machen, das Mittelloch, wir schlagen das Mittelloch wieder auf. Müsste ja dann alles stehen bleiben trotzdem, ne? So. Ja. Und dass wir hier irgendwie eine Leiter oder... Das geht ja auch nicht, ne? Wenn wir die... Wenn wir eine Leiter nach innen machen, geht das? Wenn ja doch, das geht. Also ich könnte jetzt sagen, wir machen dann hier... eine Leiter nach innen. Ich habe eher die Frontleiter nehmen, oder? Das siehst du ja eh nicht mehr dann. Müsste man nicht einfach alle Leitern, könnte man auch nach innen machen. Hier, man könnte jetzt hier alle Leitern nach innen machen, ja, ja. Dann stürzt man wenigstens nicht ab. So, dann so. Ist man hier oben und hier oben muss halt unbedingt ein Sicherheitsgeländer hin, ne? Ja, ja, genau. Man könnte aber halt auch jetzt zum Beispiel hier noch so eine Seite machen. Ja, ja, das geht. Dann hätte man hier dann nochmal die Möglichkeit, nochmal ein bisschen Foundation zu haben. Jetzt müssen wir nur einen Trick rausfinden. Wie wir, wenn wir jetzt, Moment, warte mal, wenn wir jetzt hier noch ein Dach haben, dann müssten wir jetzt einen Trick rausfinden, wie wir die Ecke zumachen, ne? Wie wir die Ecke zumachen. Es gibt ja diese Eckendinger. Ja, ja, aber das Eckending kann ich da nicht draufsetzen. In der alten Version konnte man die noch komplett drehen. Das geht jetzt aber nicht mehr. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Du kannst den nicht mehr an diese Kante machen. Da. Nee, nee, geht nicht mehr. Oder wir machen es nur auf zwei Seiten... Und auf der anderen Seite irgendwie Geländer hin. Warte mal, lass mal das hier da. Oh, warte. Ich bin gerade wieder im... Zeitschleife! Zeitschleife! Ja, dann machen wir das nochmal weg. Regel 7. Was ist passiert? Ich war ganz kurz wieder in Dimension 7. So, und dann machen wir hier einfach Blender. Dann kannst du hier nochmal ein paar Dinger hinmachen. Dann war es halt so. Das ist ja der ultimative Ausguck. Ja, scheiße, guck mal, wie hoch das ist. Oh ja. Oh ja. Hast du noch Holz?
Ich habe noch ein bisschen. 86 habe ich noch. Hier noch welche hinmachen. Hier eins und da drüben drei. Aber meinst du, das ist sicher genug für... Ja. Da kommen ja die Vogelnester hin. Ich will springen. Ins Wasser! Boom. Geil, Mann. Okay. Boah, ist der Turm hoch. Ach, du heilige Scheiße. Alter. Das ist, wie so ein Fahrstuhl in den Himmel. Bis mal an, das sieht voll fett irgendwie aus. Ja, Mann. Oder? Wie der leuchtet halt so. Das ist pure Dekadenz. Das ist richtig dekadent. Ich will haben, dass Gott auf den Turm guckt und sagt, der widert mich an. Es sah aus, als hätten wir den Mond getragen. Ja, ja. Als wäre das da oben die Stütze für den Mond. Mann, geil. Es leuchtet auch schön von allen Seiten, bis zu einer gewissen Höhe. Da müsste man wieder weiter weg, um ihn ganz leuchten zu sehen. Aber hier kommen ja dann noch die... Ja, ich weiß nicht, ob Distrikte wir mit dem... Und so, ja. Ja, wir müssen wahrscheinlich mit dem Armenviertel anfangen, ne, damit wir genug Arbeiter haben, um Ja, aber ich will so richtig die obere so, Schicht zu versorgen. So kleine Häuser, ich will so kleine Barackenhäuser, wo dann auch kleine... Ich dachte, wir bauen es halt so ein bisschen wie so in Rio oder so, weißt du? So ganz viele kleine rechteckige Hüttchen. Ja, aber ich würde so eine Mischung machen. Eng aneinander gereiht. Auch mal so ein etwas größeres Haus, wo halt der Bürgermeister der Slums, weißt du, auch der hat ja, auch ja, hier klar. eine Regierung. Ja, ja, natürlich. Die haben Slums werden auch kontrolliert und regiert. Die brauchen einen eigenen Führungsstab. Von der, die Kartellmafia hat das. Also hier oben ist schon geil. Schon echt gigantisch. Weil nachts sieht das halt fett aus. Bald können wir den Mond anpinseln. Wie die Nazis werden wir den Mond erobern. Ja! Mond, Mond, ja, ja. Kannst du nicht ja, ja. Mond, Mond, ja, ja. Ja. Und noch kann man hier schnell runterreisen. Wow. Oh. Geil, Mann. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Na gut. Ich wollte ins Wasser springen, aber ich bin auf dem Pfosten gelandet. In der nächsten Folge geht's ans Armenviertel. Wir müssen auch noch den Mittellorris ein bisschen ausbauen, ne? Und auch hier, da müsste eigentlich auch nochmal so eine Etage rund um den Turm. Irgendwie vielleicht Zäune oder sowas hier bauen. Weißt du, wie ich meine? Wie wo? Du meinst hier ein Wir haben ja noch nie jetzt. Mit Zaun gearbeitet. Nimm mal neben Seil ja, den ja, Zaun. Ja, da gibt's Zaun. Ja, da würde ich mal Zaun so drumherum machen, weißt du? Hier so Plankenzaun so ein bisschen. Genau, damit es nicht so abgehackt aussieht. Dass da auch noch, da kommen dann vielleicht Wassersammeleinheiten hin oder so, Kann weißt man du? Hier noch um einen erweitern? Theoretisch schon, ne? Theoretisch könnte man hier noch um einen rausbauen. Normalerweise müsste es gehen. Ja, ja, geht. Also man könnte noch um einen rausbauen und das dann sozusagen als Veranda. Also da dann die Holzzäune drum ziehen. Na gut, liebe Kinder, ihr merkt schon, die beiden Boys haben viel zu tun. Oh ja, ihr könnt oh ja. den Turm in voller Pracht sehen. Mit dem Mond. Der wunderschöne Turm. Ein wunderbarer Turm. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da und tschüss. Turm. Turm.